Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Vergangene Woche ist die Entscheidung gefallen, wer 2015 zu den World Skills nach Brasilien reisen darf. Zahlreiche Betriebe haben sich zur Skills Austria Meisterschaft angemeldet und die Besten kämpften im Wifi in Dornbirn um den Sieg. Ihre Geschicklichkeit und ihr fachliches Know-how wurden dort über mehrere Tage geprüft. Skills Austria veranstaltete vom 21. bis 25. Oktober die Staatsmeisterschaft im Beruf Polymechanik. 10 Lehrlinge aus ganz Österreich traten bei den Meisterschaften im Wifi in Dornbirn gegeneinander an. Unter Polymechanik verstecken sich die Berufe Zerspannungstechnik, Werkzeugtechnik und Maschinentechnik, welche hier in Kombination gekonnt werden mussten. Zahlreiche unterschiedliche Aufgaben warteten bei der Staatsmeisterschaft auf die Bewerber. Eine der Aufgaben war es, ein Funktionsmodell einer Turbine zu erstellen. Vorgegeben wurde nur ein Plan und das Rohmaterial, aus welchem die 26 Einzelteile passgenau gedreht, gefräst und gebohrt werden mussten. Alle Maschinen mussten von den Bewerbern selbst eingestellt und somit auch beherrscht werden. Um das Know-how und den Umgang mit diesen zu prüfen, wurde hier auf die konventionelle Art, also ohne Computerunterstützung, gearbeitet. Hinter dieser Veranstaltung steckt die Qualifikation für die Berufsolympiade, die nächstes Jahr in Brasilien stattfindet. Und wir wollen mit diesem Wettbewerb den besten österreichischen Facharbeiter oder die beste Facharbeiterin herausfinden, mit der wir nach Brasilien fahren wollen. Die jungen Leute müssen Fachwissen mitbringen, die sie in der guten alten Lehrlingsausbildung lernen. Und wir messen uns in Brasilien dann mit den Besten der Welt. In diesem Lehrberuf ist es vor allem die Mechanikerausbildung, wird aber ergänzt durch SPS-Programmierung und Elektrotechnik. Das reine Beherrschen der Arbeit ist für diesen Wettbewerb jedoch zu wenig. Die Zeit spielt eine große Rolle. Jeder Bewerber muss sich seinen Arbeitsstandort genau organisieren, um weite Wege zu sparen und dadurch auch Zeit zu gewinnen. Eine weitere Aufgabe in diesen Tagen war die Erstellung einer automatischen Sortieranlage. Hierfür sind hohe Programmierkenntnisse gefordert. Die Anlage simuliert eine durch Druckluft angetriebene Sortieranlage, die einzelne Werkstücke aufgrund ihres Materials unterscheiden kann und dann in unterschiedliche Lager sortiert. Gesteuert wurde die Anlage elektrisch. Die Zeit war ein bisschen eng, man hat ziemlich schnell arbeiten müssen und ein bisschen unkoordiniert waren wir auch noch ein bisschen, aber sonst gut in der Zeit. Ja, also die mechanischen Bauteile waren am Anfang ziemlich komplex, aber wenn man sich da mal reindacht hat, ist es eigentlich gegangen. Eigentlich hat mich der Vater drauf gebracht. Er hat gesagt, das ist eine gute Sache, in der Firma habe ich nur gute Sachen darüber gehört und du lernst eigentlich auch viel dazu, auch für die Abschlussprüfung und auch nach der Lehre. Das kannst du alles weiterverwenden. Und wenn du es schaffst, ist es halt cool, wenn du noch auf die Weltmeisterschaft gehst. Über alle Tage wurden die Lehrlinge von den Prüfern und Ausbildnern betreut und unterstützt. Besonders die Beziehung zu den Ausbildnern ist hier wichtig, um auch mental über den ganzen Zeitraum ständig fit zu bleiben. Ja, das ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Also es gibt Firmen, die kämpfen sich absolut rein. Andere Firmen machen das nicht so intensiv, bereiten sich natürlich auch sehr gut vor. Wichtig ist natürlich auch die Erfahrung, die man schon hat bei solchen Wettbewerben. Wenn man Erfahrung hat, tut man sich natürlich ein bisschen leichter bei der Vorbereitung, als wenn man noch keine Erfahrung hat. Ja, World Skills ist ein Mega-Event, ich sag's mal so. Da sind 1000 Teilnehmer, noch einmal so viele Experten und das ist im Endeffekt 3-4 Tage Vollstress. Aber zum Schluss geht man mit einem tollen Gefühl raus, egal welche Platzierung das man hat, weil man mehr oder weniger wie in einer Familie aufgehoben wird und jeder jeden tröstet, sich mitfreut.
Also das ist schon ein Mega-Event. Ja. Die Meisterschaft war die Vorentscheidung für den WorldSkills-Wettbewerb, der nächstes Jahr in Brasilien, Sao Paulo stattfindet. Dort tritt dann das Team Österreich gegen 60 Nationen und über 1200 Teilnehmer aus der ganzen Welt an. Den Wettbewerb konnte schlussendlich der Vorarlberger Lars Springetti von der Julius Blum GmbH für sich entscheiden. Er siegte vor seinem Arbeitskollegen Michael Fink und Stefan Furtmüller von der Voest Alpin AG. Komm schon, trau dich! Entweder richtig oder gar nicht. Ein Motto unter vielen, das Peter Dach wahrlich lebt. Denn wenn du die Lehre bei Peter machen willst, gibt es nur eines, eine Doppellehre, nämlich als Dachdecker und Spengler. Einen Beruf kann jeder überall lernen. Du lernst zwei. Wir brauchen Maschine, kein Arzt. Also sei kein Weichei und komm schnuppern mit anschließender lockerer Bewerbung. Allerdings bis spätestens November und im Februar weißt du, ob du der Richtige bist oder nicht. Vorausgesetzt, du traust dich. Entweder jetzt oder nie. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege. Durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Soweit zur Skills Austria Meisterschaft. Vielen Götznerinnen und Götzner ist der ehemalige Bürgermeister in seiner 24-jährigen Amtszeit ans Herz gewachsen. Aus diesem Anlass wurde ein spezieller Dankeabend organisiert. Am Freitag, dem 31. Oktober 2014, lud die Marktgemeinde Götzis die Bevölkerung herzlichst zu einem Dankeabend in die Kulturbühne am Bach. Zahlreiche Ehrengäste, unzählige Vertreter der Götzner Vereine, Gemeindevertreter und Bürger sowie Bürgerinnen aus Götzis folgten dieser Einladung. Vielen Vereinen und Institutionen war es ein Bedürfnis, dem Altbürgermeister Werner Huber für seine beinahe 25-jährige Amtszeit, in der dank seinem persönlichen Einsatz viel in Götzis und um Götzis bewegt wurde, zu danken. Ich staune, wenn man nach 25 Jahren Bürgermeisteramt, das extrem fordernd ist, noch so benannt ist, wie er benannt ist, nämlich nach wie vor das beste Tor möchte für die Bevölkerung. Drin sitzt er auch im Landtag als Seniorenvertreter, obwohl er im Geiste jünger ist, als er tatsächlich ist. Und ich wünsche mir eigentlich von Herzen, dass er sich diese Aktivität noch lang bewahrt. Und dass er auf der anderen Seite noch ein bisschen Zeit hat, um mit seiner Frau der Roswitha das eine oder andere Schöne zu unternehmen. Viele der Götzner Vereine und Institutionen trugen zur Gestaltung des Abends bei und sorgten für einen unterhaltsamen Abend. Daraus entstand ein sehenswertes, buntes und abendfüllendes Programm. Unter anderem wurden Tanzaufführungen, Musikalisches vom Männerchor und der Bürgermusik dargeboten und auch die eine oder andere Anekdote rund um Werner Huber und dessen Amtszeit fand in Sketchen und Parodien ihren Platz. Ziemlich viel ist eigentlich fast automatisch angelaufen. Wir haben schon vor der Gemeindevertretungssitzung mit der Neuwahl haben wir ein paar Anfragen gehabt von Vereinen, die gesagt haben, sie täten gerne Dankeschön sagen, sie wollten ein Geschenk übergeben. Und dort haben wir dann schnell gesehen, okay, das geht sich aber sicher nicht aus. Und ich glaube, der Werner hat es nach der langen Zeit auch verdernet, dass man eine Arbeit macht. Und dann hat sich das eigentlich automatisch alles ergeben. Und es ist eine große Freude, also es haben wirklich Verein Frucht toll mitgemacht. In einigen Interviewrunden sprachen Vertreter der Götzner Vereine und Institutionen ihren Dank für die jahrelange Unterstützung aus und bedankten sich mit kreativen und ausgefallenen Geschenken sowie Erinnerungen an eine langjährige Amtszeit in Götzis.
Der heutige Abend ist eine schöne Möglichkeit gewesen, zum einfach Danke sagen für die langjährige Unterstützung, das Entgegenkommen, das uns der Bürgermeister entgegengebracht hat als Verein. Er ist sehr volksnah, keine Frage. Er hat für alles Interesse, für alles und jeden ein offenes Ohr. Man kann mit allen Anliegen eigentlich zu ihm kommen können und er hat wirklich nach Möglichkeit oder immer nach Möglichkeiten gesucht, um einen Verein wie mir oder andere Vereine zu unterstützen und die Anliegen und Wünsche, die man kann, so gut wie es möglich ist, umzusetzen. Also das Schönste am heutigen Abend war die Bereitschaft oder das Engagement aller Vereine, die am Werner eigentlich gedankt haben für seine 24-jährige Tätigkeit. Er hat nachhaltig in der Gemeinde Zeichen gesetzt und ich glaube, das ist heute ein wunderschöner Abend gewesen. Das zeigt auch die Beteiligung der Bevölkerung. Wie einleitend in meiner Rede gesehen habe, es ist einfach schön, wenn ein Danke auch mal zurückkommt, weil die Politiker sind auch Menschen. Dieser Abend zeigte, dass Werner Huber ein Bürgermeister war, der ein sehr nahes Verhältnis zur Bevölkerung und zu den Vereinen pflegte und immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Götzner Bürgerinnen und Bürger und Vereine hatte. Das ist ein sensationeller Abend natürlich, ein toller Querschnitt durch das Götzner Vereinsleben mit viel hochkarätigen Programmpunkten. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass das stattfinden können. Es ist natürlich nur möglich, dass man so eine Amtszeit so erfolgreich hinter sich bringt, wenn man ein gutes Umfeld hat. Und diesbezüglich möchte ich also allen meinen politischen Mitkämpferinnen und Mitkämpfern auch Dankeschön sagen. Und natürlich der gesamten Bevölkerung, die das so wirklich aufgenommen hat, was wir alles gemacht und erledigt haben. Also es ist ein wunderbarer Abend, gesamthaft. Wirklich toll. Werner Huber hat mit seinen Werken und Schaffen ein Stück Götzner Gemeindegeschichte geschrieben und mit dem neuen Bürgermeister Christian Loacker beginnt nun eine neue Ära. Seit 2 Jahrzehnten begeistert der Kiddie Contest die jüngsten Pop-Talente Österreichs. 2000 Kiddies haben sich dieses Jahr beworben und eine Vorarlbergerin hat es dabei bis ins große Finale geschafft, welches am 8. November in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Ich habe die Finalistin Lena und ihre Familie kurz vor dem großen Finale besucht. Hallo, ich bin die Lena, bin 12 Jahre alt und komme aus Schwarzach. Meine größte Leidenschaft ist Singen, Tanzen, Gitarre, Querflöte und Klavierspielen. Und ich bin im Finale vom Kiddie Contest. Dem ersten Anschein nach ist Lena ein richtig aufgewecktes, selbstsicheres Mädchen. Doch so kurz vor dem Finale wird es sicherlich brodeln. In diesem Haus in Schwarzach wohnt die talentierte Kiddie Contest Teilnehmerin und die werde ich jetzt nur wenige Tage vor dem großen Finale besuchen. Hallo, schönen Abend. Hallo Heidi. Hallo. Romina. Wer ist denn da noch? Heile, Charlie. Charlie. Hallo, du bist? Wie heißt du? Der Noah. Bist du der Noah? Ja. Der Finnaker. Ja, komm mal hin. Dankeschön. Ja, hallo. Hi. Wer bist du? Paul. Der Paul, der Bruder von der Lena. Mhm. Ja, schön, hallo. Darf ich da herhocken? Ja, danke. Geht's rund momentan im Hause Tirlda? Ha? Ja, im Moment ist schon was los. Ja, die Lena da mitgemacht beim Kiddie Contest. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Also das ist eigentlich volle Eigeninitiative für ihre. Mhm. Sie wollte unbedingt mitmachen. Das war so, dass sie letztes Jahr sich eine Kiddie Contest CD Zwienächte gewünscht hat. Mhm. Und das hat sie dann auch gekriegt. Und dann ist sie nachher hergekommen und sagt, Mama, nächstes Jahr tue ich da auch mit. Mhm. Und ihr habt gleich hab gesagt, ja klar. Ja, zuerst habe ich gesagt, ja, träum weiter so quasi. Und ja, und dann er war aber putzernst und dann... Ja, hat sie gesagt, sie teilt auf jeden Fall mit, egal was ich sage. Und das ist eher seine Entscheidung. Und ich habe dann eher versucht, sie eher ein bisschen auszureden, wenn man dann denkt, man tut sie bis zuletzt mit. Und dann ist sie vielleicht noch halt enttäuscht, wenn sie nicht reinkommt. Die Chance doch gering ist, unter 2000 Bewerbungen genau werden, oder? Ja, und. Hat sie sich durchgesetzt?
Dann hat sie dann irgendwann Ersin Götte gefragt, ob er ihr hilft. Mhm. Und der hat nachher gesagt, ja, der hat so ein kleines Studio daheim und der hat eine Aufnahme gemacht mit ihr. Dort bin ich dann schon reingefahren mit ihr. Und dann hat sie einen ganzen Abend lang hat sie zwei Lieder aufgenommen bei ihm. Und dann war sie aber noch nicht zufrieden mit den Aufnahmen. Mhm. Und dann war das noch wieder ein bisschen auf Eis gelegt. Und dann irgendwann, kurz vor Einsendeschluss, kommt sie von mal her und sagt, Mama, ich habe eine Handyaufnahme gemacht und das möchte ich jetzt, dass du sie schickst. Ja, dann ist sie mit der Handyaufnahme gekommen und was war das für ein Lied? Ist das etwas selbstgeschriebenes gewesen? Im Kiddy Contest sind das ja meistens eigene Lieder oder was war das für eine Melodie? Sie hat eine bekannte Melodie hergenommen und dazu einen eigenen deutschen Text gemacht über das Thema Fasching. Und das hat sie aufgenommen und dann haben wir das halt da geschickt auf ihren. Ja, und das hat sie ganz allein geschrieben, das Text? Das hat sie ganz allein gemacht, ja. Und das ist jetzt so das, mit dem sie jetzt auftritt? Nein, das ist was anderes. Das war nur ein Bewerbungsvideo, gewesen, dass sich die Wiener Produzenten ein Bild machen können und kann das Motley singen oder kann es nicht singen. Ne? Und dann hat sie es geschafft. Über 2000 Bewerber waren, glaube ich, mit dabei. Nicht, wo sie der Bescheid gekriegt hat, dass sie dabei war, war die Freude wahrscheinlich riesengroß, oder? Ja, es war zuerst einmal so, dass wir im Urlaub waren, wo wir den Bescheid gekriegt haben. Okay. Und genau in der Woche, wir haben den irgendwie eh nicht damit gerechnet. Und dann sind wir am Sonntag sind wir im Urlaub und am Montag haben die schon versucht, zum uns erreichen. Aha. Und dann haben wir einmal kein Handy und sind einmal nicht erreichbar, wochenlang. Das gibt's nicht. Und genau dann, ja, rufen sie an. Und wir sind dann am Freitag zurückgekommen und haben nachher das E-Mail gesehen, was sie geschrieben haben. Mhm. Und der Charlie hat dann gleich versucht, hat dann zurückgeschrieben. Um 3 in der Nacht. Nacht um 3, wenn er da das E-Mail dann abgeschickt hat, dass wir jetzt da wären. Oder? Zurück vom Urlaub wieder. Und die Kerstin aber von dem Produktionsteam da unten hat dann am 6. Uhr morgen zurückgeschrieben, 3 Stunden später, am 6. Uhr morgen. Die hat man dann das dann nachher so mit begründet. Oder? Weil ihr sind so auf den Adler geguckt, wahrscheinlich, da hat sie gleich vor dem Frühstück zurückschreiben müssen. Super. War lustig. Ja. Dann war es ganz knapp am Schluss noch. Ja, sie hätten dann gerade noch bis Montag gewartet. Eine Woche Galgenfrist hätte es gegeben und neu wäre halt ein anderes Kind zum Zug gekommen. Ja, weil sie hat ab dem Zeitpunkt dann 2 Wochen Zeit gehabt, zum ein Lied einstudieren. Das hat sie dann vorgeschrieben gekriegt für Erna. Alles klar. Das war das Lied von der Conchita Wurst. Das haben sie umtextet in Träume sind Kino. Und das hat sie dann gelernt in den 2 Wochen und dann hat sie immer da zu der Audition nach Wien. Und jetzt steht sie im großen Finale. Dort da war's denn, das war dann das Semifinale, da haben immer 2 Kinder das gleiche Lied lernen müssen. Und dann hat man von den 2 immer eine genommen. Und bei der Lena in dem Duell war es dann nachher so, wir haben das dann gehört, wie die andere, was genau das gleiche Lied gehabt hat, wie die gesungen hat. Dann haben wir dort dann schon wieder gedacht, okay, das ist gelaufen, weil die war einfach mega stark. Und dann haben sie aber am Montag dann angerufen. Und haben eben gesehen, dass Lena Witte ist, dass sie für dem Duell gerade beide Witte nehmen. Okay. Und dafür ein anderes Duell ganz ausscheidet. Okay. Und du hast schon eine Gaudi gehabt, dass es die Schwester geschafft hat. Ja. Ich habe ihr 5 Euro versprochen, aber der Papa hat mich dann darauf angeredet, wo sie weitergekommen ist. Für was hast du ihr 5 Euro versprochen? Für das, dass sie weiterkommt. Okay. Und dann habe ich halt gesehen, das war nur als Motivation. Das heißt, du bist mitschuld, dass sie sich überhaupt beworben hat und da mitgemacht hat. Hast du gesehen, wenn du es schaffst, ins Finale zum kommen, kriegst du 5 Euro? Ja. Und jetzt, was steht jetzt noch bevor? Jetzt sind ja noch mal viele Tage. Ja, jetzt, also wir sind nach der Audition, hat sie es ganz streng gehabt, weil dort hat sie nachher gleich 4 Lieder lernen müssen, weil sie eine Woche später dann gleich die Studioaufnahme gehabt hat. Also er ist ein Lied und dann haben sie hier ein Lied, wo sie mit einer ehemaligen Siegerin, also jeder Finalist kriegt einen ehemaligen Sieger, mit dem er ein Duett singt, weil 20 Jahre Jubiläum hier stattfindet. Und dann haben sie noch 2 Lieder, was alle Finalisten gemeinsam singen. Und die Lieder hat sie alle in den 5 Tagen lernen müssen und dann hat die Studioaufnahme gehabt. Ist schon ein großer Druck eigentlich für die Kinder? Oder? Nein, ist es nicht, weil Lena hat das also nebenher gemacht, weil sie ist ein musikalisches Talent, das darf man jetzt einfach mal so bezeichnen. Und für sie ist das eine tolle Aufgabe und leicht zum Bewältigen gewesen. Weil sie macht das wirklich mit Freude. Ja, es fragen uns viele Leute, ob sie jetzt ganz fest übt und ob sie viel übt auf das eine. Dann muss ich immer sagen, es ist gleich wie immer, weil sie übt immer so viel.
Also können die mit gutem Gewissen als Eltern sagen, das ist gut, dass sie da mitmacht und das ist gar kein Druck und ihr steht da total hinter ihr. Ja, auf jeden richtig. Fall. Obwohl sie nach deiner Studieaufnahme war sie dann schon Hose. Apart. Aber das hat sich jetzt, glaube ich, gelegt, oder? Ja. Wo ist sie eigentlich, die Lena? Sie ist, glaube ich, in ihrem Zimmer. Am Üben im Meer. Wahrscheinlich. Darf ich genug gehen, weil ja, es dreht sich jetzt alles um sie und ich denke ganz gerne noch sehr lange mit ihr. Ja, wenn das möglich ist. Ja, super. Schauen wir mal. Ja, und vorher gesagt, sie ist musikalisch. Spielt sie Instrumente oder singt sie eigentlich nur? Sie spielt drei Instrumente. Nein. Also Gitarre ist ziemlich lang. Aha. Hört man sie eh schon. Okay. Und eine Querflöte und Klavier. Ja, brutal. Ha? Ja, da hört man schon. Hallo. Hallo. Darf ich stören? Hallo Lena. Wow, das klingt ja schon super. Freut mich, dass ich dich endlich kennenlerne. Ja, hallo Lena. Hi. Ganz viel von dir schon gehört. Kiddy Contest, ja. Finalistin, die einzige aus ganz Westösterreich. Ja, da kann man stolz haben. Ja. Schon ein bisschen, ja. Oder? Wie ist denn das dazu gekommen? Deine Eltern haben gesagt, du hast dich voll durchgesetzt gegen ja. sie. Ja, ich habe ein Bewerbungsvideo angeschickt und dann habe ich erfahren, dass ich unter der Top 20 bin. Dann bin ich nach Wien gefahren und habe davor gesungen und dann an einem Montag habe ich erfahren, dass ich im Finale bin. Ich habe mich voll gefreut. Überglücklich, oder? Ja. Was war das Erste, was du da hast, was du erfahren hast? Ich bin gesprungen. In die Luft gesprungen? Ja, und habe alle super. Am Abend. Das ist super. Da freuen sich sicher alle ganz fest mit dir, ja. oder? Deine ganzen Schulkollegen und die ganze Familie. Jetzt ja. ganz spannend, das Lied von dir heißt, glaube ich, Augen auf, ja, hat genau. aber einen ganz bekannten Rhythmus, oder? Ja, Am I Wrong. Am I Wrong? Ja. Gut, das muss man unbedingt noch vorspielen. Okay. Kannst du das machen? Ja. Jetzt gleich? Mit oder ohne Gitarre? Ohne Gitarre. Ohne Gitarre. Dann nimm ich dir mal. Okay. Okay. Du darfst schon gerne aufstehen, wenn du okay. das sonst machst. Du noch so wie immer durch, Lena. Augen auf, ich glaube in unserer Küche wohnt ein Geist. Augen auf, da ist man, der das süße Zeug verspeist. Wow, hey, das klingt ja schon super. Hey. Bist du nervös? Ja, schon ein bisschen. Aber es wird dann noch fester vom Auftritt. Man merkt es da gar nicht an, jetzt, wenn es so Choreografie gibt, es ja auch nicht dazu, ja. oder? Ja, genau. Hast, kriegst du die gelernt oder wird er dir gesagt? Nein, das habe ich selber. Ja. Selber. Was willst du eigentlich später mal? Willst du immer auf der großen Bühne stehen? Ja, also ich mag auf jeden Fall etwas mit Musik machen. Ja. Irgendwann einmal ein Star werden, ist das dein Wunsch? Es muss nicht unbedingt sein. Halt. Muss nicht unbedingt. Nein. Und jetzt da, erhoffst du, dass du gewinnst oder ist dir das eigentlich auch egal? Ja, also eigentlich mein größter Traum war, ins Finale zu kommen. Ja, aber es wäre so cool, wenn ich gewinnen würde. Wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Und ich glaube, man kann ja auch was dafür tun, dass du kleine Mädchen hast. Ja, genau. Also, es geht jetzt nicht nur, also es geht nur ums Singen, sondern um die Anrufe. Dann kann man da helfen? Können wir da aus dem Ländli auch helfen? Ja, voten. Voten. Dann ja. würde ich sagen, wir dann auf jeden Fall die Telefonnummer einblenden, ja. damit man für dich anrufen kann. Ja, Lena, dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Glück für den finalen Auftritt nächste Woche am Samstag. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Danke. Wir glauben an dich, das ganze Ländli ja. glaubt an dich. Mach's gut. Danke. Und egal, ob gewinnst oder nicht, du bist auf jeden Fall ein großes Talent und verliere ja nie die Freude am Singen. Ich gebe dir jetzt deine Gitarre wieder zurück und lass dich über. Ja, danke. Danke, dass ich ein kleines Dürfen bei dir zulassen und ein kleines Schnuppern da bei dir im Zimmer. Vielen Dank und viel Erfolg, Lena. Ja, mach's danke. Gut. Tschüss. Tschüss. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music. Ein ganz talentiertes junges Mädchen, die Lena Thürler aus Schwarzach. Ich persönlich wünsche ihr auf jeden Fall ganz viel Glück und ich glaube, wir drücken ihr alle zusammen um. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music. Shake, 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 shake it off, I shake it off.
Mitternacht, da kann er loslegen. Plündert ohne Gnade jede Nacht die Naschlade. Die Keksdose leer, bin hinter ihm her. Ein Gegenschlag ist angesagt, ich geh auf Geisterjagd, die Augen auf. Versteckt er sich in dem Konflikt wie ein Schild. Soweit also zur Kiddie Contest Finalistin Lena Thierler und bei uns geht es gleich weiter mit einem Sicherheitstipp vom sicheren Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten. Das eigene Heim ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll. Zu Hause ist es doch meist am schönsten, heißt es, und das soll auch so sein. Gerade für ältere Menschen trifft dies aber nicht immer zu. Gerade in einem Badezimmer kann vieles die Qualität des Wohnens vermindern. Aber der Fachmann weiß, worauf hier zu achten ist. Was beim barrierefreier Bad ganz wichtig ist, ist, dass die Durchgangslichte passt, dass man mit jeder Gehhilfe und mit jedem Rollstuhl gut hinkommt, dass die Schwelle so gut, dass es geht, zum Vermeiden ist. Was auch ganz wichtig ist, ist der rutschsichere Boden, dass der aus einem Belag besteht, wo rutschsicher ist, wenn man eine Badewanne-Situation hätte im Bad und aus der Wanne raussteigt. Nicht, dass man nachher am Boden liegt und Schwierigkeiten hat, zum wieder aufzukommen. Wenn man jetzt da hergeht zum WC und zu der Dusche, ist eine ganz wichtige Situation, dass die Übersetzbarkeit vom WC in die Dusche immer gewährleistet ist. Dann ist es halt ideal, wenn man es so macht, wie es da ist, dass wir die Dusche und das WC direkt nebeneinander haben. Die Haltegriffe sollten immer so montiert sein, dass sie auf die Kundschaft individuell angepasst worden sind und dass sie auch, wenn sie nicht benötigt werden, wegklappbar sind. Bei der Duschsituation sollte darauf geachtet werden, dass keine Schwelle im Bereich der Dusche ist, dass das im Gefälle zum Gulli nach hinten läuft. Dadurch ist bei gewissen Leuten, die Probleme mit dem Gleichgewicht haben, was öfters passiert, wenn sie älter sind, dass sie nur mehr so gut zu Fuß sind, nicht das Gefühl besteht, dass sie irgendwo da oben stehen und nachher umkippen. Bei den Vorhangsituationen ist es vielmehr so, dass sich die Leute weigern, zum einen Vorhang zu montieren lassen. Nur wir beharren eigentlich immer darauf, dass wir eine Vorhanglösung machen in der barrierefreien Bäder. Da die Zugänglichkeit zur Dusche natürlich viel angenehmer für ein Pflegepersonal auch für sich selber ist, auch die Reinigung von dem Ganzen ist viel einfacher, als wenn man Glasverbauten hinbaut, wo am Nachhinein nur im Werk sind und nichts anderes sind als wie ein Schmuckstückle und zum Putzen Arbeit gehört. Bei der Waschbeckenlösung wäre ganz wichtig, dass darauf zu achten ist, dass die Unterfahrbarkeit gewährleistet ist, da viele ältere Leute in einem Stuhl hockend oder in einem Rollstuhl zubefahren wollen und durch die Unterfahrbarkeit im Kniebereich natürlich keine Siffen im Werk haben und immer gut dazukommt und sich pflegen können und gut waschen können. Was wir immer schauen, ist, dass wir mit der Kundschaft zusammen immer eine optimale Lösung herbringen, dass die Barrierefreiheit gewährleistet ist. Wie man in dem Bad sieht, muss das nicht unbedingt nach Krankenhaus ausschauen. Es kann eine schöne und edle Lösung werden. Und wir hoffen, dass das viele Leute so machen und auch, wie man das jetzt im Altbau, das auch schöne und saubere Lösungen gibt. Man sieht also, Komfort, Design und Sicherheit können auch im Bad gut zusammen funktionieren. Sich, egal ob beim Neubau oder einer Sanierung, Tipps beim Fachmann zu holen, ist zu empfehlen. Infos dazu gibt's auch auf www.sicheresvorarlberg.at.
übergebe jetzt an meinen Kollegen Marc Gechter. Er hat noch die Sportnews für Sie. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Eva Pölzl und ab sofort zeige ich Ihnen jede Woche in Österreich Blick, die schönsten Gegenden in unseren Bundesländern. Die spannendsten Events, die wichtigsten Menschen und viele, viele actionreiche Bilder. Ab sofort jeden Freitag um 20 Uhr im Ländle TV. Schalten Sie ein! Hallo und recht herzlich willkommen zum Sport hier auf Lände TV. In dieser Woche mit Beiträgen aus dem Bereich Fußball und Eishockey. Starten werden wir in der Eishockey International League. Der IHC Algelasti Klusterau hat ihr Heimrecht. In der Rheinhalle ging es gegen den HK Triglav Kran. Es war angerichtet in der Rheinhalle Lustenau. 672 Zuschauer wollten sich an Allerheiligen das Duell zwischen dem EHC Algelasti Lustenau und dem HK Triglav Kran nicht entgehen lassen. Eines gleich vorweg, die Besucher brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Die Sturmlinien beider Mannschaften hatten ihr Visier gut eingestellt. Eröffnet wurde der Torreigen in der 5. Minute, Wiedmeier hier mit dem perfekten Assist und Barney brauchte die Scheibe nur noch über die Linie zu drücken. 1:0, also der Zwischenstand, und der Tabellenführer legte sofort nach. Nur 90 Sekunden später Lustenau erneut im Angriff. Die Scheibe lief gut und Oberscheider vor dem Tor ganz abgebrüht. Der Youngster traf und stellte so auf 2:0. Die Hausern kontrollierten in weiterer Folge das Geschehen auf dem Eis, Tore wollten vorerst aber keine mehr gelingen. Erst nach einer Viertelstunde war es wieder soweit, Lustenau in doppelter Überzahl und auch erfolgreich, Saarinen mit dem Rebound und schon lagen die Gastgeber mit 3:0 in Front. Dies war auch der Zwischenstand nach den ersten 20 Minuten. Im zweiten Abschnitt machten die Lustenauer dort weiter, wo sie im ersten Drittel aufgehört hatten. Tore schießen war angesagt. Die Gäste aus Slowenien zwar in Überzahl, aber Lustenau mit dem schnellen Konter. Haberl sprintet auf uns davon und versenkte die Scheibe humorlos in den Maschen. Lustenau führte mit 4:0. Die Partie also quasi schon entschieden, aber die Gäste aus Kran bewiesen eine tolle Moral. Die Slowenen spielten nun ebenfalls nach vorne und hatten dann auch ein wenig Glück. Dieser Schuss von Hoce war abgefälscht und plötzlich hinter der Linie. Neuer Spielstand 4:1. Aber der EHC Lustenau an diesem Abend einfach zu stark. Legionär Scott Barney zunächst mit dem Scheibengewinn, dann mit dem schnellen Antritt und schlussendlich mit dem erfolgreichen Abschluss. Die Gastgeber führten 5:1, gespielt waren 30 Minuten und 5 Sekunden. Danach ließ die Konzentration der Hausherren etwas nach. Triglav Kran kam nun ebenfalls zu Möglichkeiten und die Slowenen nutzten ihre Chancen auch. Skranjec stellte nach 35 Minuten auf 5:2. Dem aber nicht genug, die Slowenen setzten nach und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Zupan mit dem Solo über die gesamte Eisfläche und Zupan mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand nur noch 5:3.
Danach rissen sich die Sticker aber wieder am Riemen. Auer hier plötzlich völlig alleine. Der Stürmer scheiterte aber an Kramkeeper Trobetz. Im letzten Abschnitt machten es die Lustenauer dann aber wieder besser. Barney schnappte sich das Spielgerät eine Viertelstunde vor Schluss und versenkte das Teil erneut. Spielstand 6:3. Die Hausherren nun wie im Training. Barney roch hier den Braten, spielte auf Slivnik und der traf zum 7:3. Das Spiel also entschieden, aber die Zuschauer sollten noch weitere Treffer zu Gesicht bekommen. Zunächst verkürzte Kalan mit diesem Treffer auf 7:4. Kurz vor Schluss stellte dann aber Wilfan den alten Abstand wieder her und traf zum 8:4. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Wir hätten besser spielen können auch. Zufrieden sein dürfen wir nicht. Aber morgen wieder Vollgas. Ja, 8 Tore sind immer gut. Aber wir haben schon viele unnötige Gegentore zugelassen. Also wir könnten besser defensiv spielen. Der EHC Lustenau also erfolgreich unterwegs. Wir wechseln nun zum Fußball. Auch dort wurde natürlich gespielt am vergangenen Wochenende, zum Beispiel in der Regionalliga West. Dort stand ein Vorarlberger Derby auf dem Programm. Die Altach Amateure bekamen es dabei in der Cashpoint Arena mit dem FC Bizau zu tun. In der Regionalliga West kam es zum nächsten Derby. Die 16. Runde brachte das Spiel SC Altach Amateure gegen den FC Bizau. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz in Altach. Und die erste Hälfte des Spiels brachte eine umkämpfte Partie. Beide Mannschaften hatten recht wenig Chancen. Die Altacher machten aber das Spiel und hatten einiges mehr an Ballbesitz. Die Heimmannschaft versuchte es immer wieder mit Schüssen aus der Distanz, die aber wie hier in der 14. Minute eher ungefährlich. Bizau kam dann erst in der 26. Minute mit einem Freistoß das erste Mal vors Tor der Altacher. Der Ball schön abgespielt, der Pass von Fink landet aber in den Händen des Altacher Keepers. Dann war es Wölbitsch, der für die Heimmannschaft zu einer Chance kam. Bizau brachte den Ball nicht weg, der Schuss dann aber zu schwach und am Kasten vorbei. Somit ging es mit dem 0:0 auch in die Kabinen. In der zweiten Hälfte taten dann vor allem die Bizauer mehr für die Offensive. Die erste Chance hatte allerdings Altach. Ein schöner Freistoß, aber der Stürmer kommt nicht an den Ball. Gleich darauf wieder die Heimmannschaft, dieses Mal von der linken Seite mit einer Flanke. PC Repp mit der Möglichkeit, aber der Schiedsrichter hatte bereits abgepfiffen. Wir sind in der 51. Minute, Brandner mit dem Auswurf. Dann aber ein schwerer Fehler bei den Altacher Amateuren und Fink steht alleine vor dem Keeper. Er versucht mit einem Heber, Brandner hatte aber aufgepasst und kann die Führung der Gäste verhindern. Altach dann wieder mit einem Freistoß, der Ball kommt wieder gut, aber Gasovic kann nichts aus der Möglichkeit machen. Nächste Standardsituation dann kurz darauf, Eckball für Altach, das Leder kommt scharf, knallt allerdings an die Außenstange. Wieder nur knapp vorbei hieß es in der 56. Minute, die Heimmannschaft machte Druck, der Schuss verfehlt aber Tor und Stürmer, weiterhin also 0:0. Eine gute Gelegenheit dann für die Gäste aus Bizau. Ein schöner Spielzug über die Seite. Der Pass findet dann allerdings keinen Abnehmer. Nächste Chance dann nach einem Freistoß. Becker mit dem scharfen Pass zur Mitte. Hellbock kann aber nichts aus der Möglichkeit machen. Es bleibt torlos. Die wahrscheinlich beste Chance für die Altacher hatte dann Flatz in der 81. Minute. Schwärzler mit der perfekten Flanke und Flatz mit dem Schuss. Der dann aber doch klar drüber.
Es schien beim 0:0 zu bleiben. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Bizau-Keeper Sola mit dem weiten Ausschuss und plötzlich kommt Becker zum Abschluss. Der passt perfekt und somit das 0:1 in der 92. Minute. Die Gäste jubelten, die Altacher schwer enttäuscht. Das Derby der Altacher Amateure gegen den FC Bizau ging mit 0:1 an die Bregenzer Wälder. Ja, ich sag mal, die erste Halbzeit war ja, in Summe wie die 90 Minuten vom Ballbesitz her überlegen für uns, klar. Wir haben irgendwo versucht, diese Torchancen rauszuspielen. Am Ende in der zweiten Halbzeit hat dann einfach dieser Nachdruck gefehlt, auch ein bisschen durch den Ausfall von Alex Omjenovic, durch seine Gelbsperre. Und Pizza hat es halt immer versucht, durch auf Fehler zu lauern, im Umschaltspiel den Erfolg zu finden und hat den halt in der Nachspielzeit noch gefunden. Aber ja, es passt zu unserer Situation, es passt zu den letzten Wochen, der Art und Weise, wie wir immer verloren haben. Und nützt uns jetzt so nichts zu jammern. Wir haben den Abstiegskampf angenommen und mussten heute am Ende den Kürzeren ziehen. Und das tut natürlich weh, weil wir hätten jetzt mit einem Punkt schlussendlich aufgrund des Spielverlaufs leben können. Jetzt haben wir einen sauren Apfel gebissen und jetzt heißt es nächste Woche nochmal alles rausholen gegen Wacker Innsbruck und dann in der Winterpause uns neu auszurichten. Gutes Stichwort, die Winterpause steht jetzt vor der Tür. Ich denke mal, der Tabellenplatz ist nicht ganz der, den man sich auch vor der Saison vielleicht erwartet hätte. Wie geht man jetzt über den Winter, wie geht man dann ins Frühjahr, wenn man jetzt doch hinten mitspielt? Ja, wir werden das ganz nüchtern analysieren, was wir teilweise eh schon gemacht haben. Wir haben am Anfang vor der Saison einige Siege verschenkt. Und es ist uns jetzt halt am Ende klar auf den Kopf gefallen, weil wir einfach zwar die letzten Wochen sehr gut gespielt haben, aber am Ende einfach nicht gepunktet. Und wenn man halt hinten drin hängt, zählt jeder Punkt. Und da sind auch solche Niederlagen wie heute sehr enttäuschend für die ganze Mannschaft, weil sie sich doch einiges vorgenommen hat. Sportwetten, spannende Live-Übertragungen, Top-Quoten, Live-Wetten, modernste Ausstattung der Filialen. Admiral Sportwetten, dreimal in Vorarlberg. Wetten, Sie gewinnen. Ja, der SC Altach gewinnt also gegen Rapid Wien 2:0. Das war's für diese Woche vom Sport hier auf Ländetv. In Kürze folgt Ländetv der Tag. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dann.